Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute nur ein kürzeres Video, aber für viele von euch mit Sicherheit interessant. Vor 3 Tagen ist über den offiziellen Twitter-Account, das neu gemachte Account von Call of Duty Activision, verkündet worden, dass ein neues Sicherheitsupdate für Black Ops Cold War installiert wurde. Da gehen sie nicht groß drauf ein, ob dieses komische Tool damit gebannt ist, mit dem diese Schwachmaten irgendwie Leute booten könnten und Zugriff auf IP-Adressen hatten und keine Ahnung, was da alles mit reinspielte. Man kann aber davon ausgehen, dass Cold War zu spielen sicherer oder sicher ist. Und dazu passend, und deswegen, also ihr könnt Call of Duty News heißt es, glaube ich, da gibt es tatsächlich offiziell so Patch Notes, Updates, all solche Sachen, was wir in Kommunikation seit Jahren eigentlich nicht haben. Ob sie es durchziehen, muss man sehen. Jetzt kommt aber das richtig Gute für euch. Ihr werdet unter anderem mich ab dem 1.7. wieder öfter auch bei Twitch live im Stream in Cold War sehen, denn für alle PlayStation-User, egal ob PS4 oder PS5, könnt ihr im PlayStation Store als PS Plus-Mitglied, kostet 59 Euro im Jahr, glaube ich, Cold War einmalig umsonst runterladen und besitzt es dann für immer, solange ihr, glaube ich, PS Plus habt. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Spieler im nächsten Monat, also im Prinzip schon in 3 Tagen, das erste Mal Black Ops Cold War spielen oder zurückkommen, so wie ich, weil eben vollere Lobbys sind und vielleicht ein bisschen Spaß da sein kann. Das heißt, jeder von euch, der auf der PlayStation ist, selbst wenn er, sagen wir mal, COD vielleicht kennt, aber Cold War noch nicht gespielt hat, ich kann euch sagen, von den letzten 4 Jahren Call of Duty ist Black Ops Cold War mit Sicherheit keins, was perfekt war, aber es war ein gutes am Ende. Und wenn ihr Lust habt zu zocken als PlayStation Plus User, ladet es euch einfach runter und zockt ein bisschen. Es ist STBMM drin, sind farbenfrohe Maps, sind auch coole Streaks dabei, es ist Nuketown dabei. Und alle, die sonst generell schon Cold War gespielt haben und jetzt auch so ein bisschen ausgebrannt waren bei altes Game oder so, ab 1. werde auch ich wieder ein bisschen Cold War spielen, weil ich mich sehr drauf freue. Ich hoffe, dass ich sehr viele Noobs treffe und ich weiß, dass ich nicht einen einzigen treffen werde, denn SBMM. Aber es ist egal, es gab eine Skill Gap in dem Game, es war kein schlechtes Game. Ich freue mich drauf. Wenn ihr auf der Xbox unterwegs seid, könnt ihr es über MMOGA kaufen, genauso als wenn ihr auf dem PC unterwegs seid. Unten ist ein Link, da bekommt ihr den in Deutschland besten Preis dafür und unterstütze mich noch. Und ich würde mich freuen, viele Jungs und Mädels in Cold War zu sehen. Deswegen kurzes Video. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Haut rein.